Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ja, es gibt mal wieder etwas Neues und zwar gab es ein paar Blinker für den Jazz. Übrigens, diese ganze Haarsituation hier oben, ja, entschuldigt die bitte. Auch bei mir ist natürlich aufgrund dessen, dass ich nicht weiß, was ich mit den Haaren machen soll und aufgrund dessen, dass ich sie mir nicht habe schneiden lassen können, theoretisch. Sieht das entsprechend so schön aus da oben. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, und zwar auf die Blinker. Und zwar auf diese Blinker. Das sind jetzt LED-Blinker. Das Schöne bei denen hier ist, das Ganze wird quasi einfach in die Seriengeschichte eingesteckt. Und die sind mit E-Nummer und in diesem Fall komplett in schwarz. Übrigens, falls da mal jemand drauf möchte, auf die Seite, Moment, da phil-trade.de. Das ist kein Sponsored Video, ja, nur damit ihr das Bescheid wisst. Auf jeden Fall hier Blinker rausklippen, in die Originalfassung rein damit und fertig. Ja, und das werden wir jetzt bei dem Jazz machen und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, was man hier sieht, also wir haben den schon mal rausgezogen ein Stück, aber was man hier sieht, der Civic hat hier so eine kleine Einkerbung. Das hat dieser Blinker nicht. Das heißt also, hier einmal die Clips lösen, von innen quasi hier reingreifen und das Ganze dann rausdrücken. Das haben wir jetzt einmal schon vorher gemacht. Vorführeffekt, ganz einmal rausziehen. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ja. Kannst du einmal so festhalten? Dann ziehen wir das Ganze hier einmal ab. Dann. Das Ganze muss natürlich so aussehen, also so rum, ist richtig mit der Birne dran, genau. Weil dann wird das Ganze gleich da eingesteckt. Also so muss das Ganze aussehen beim Ausbau. Stück dran. Wie das da rein? Bitte? Das kommt doch da rein, ne? Genau, das kommt da rein. Genau, so. Jetzt kannst du schon mal einmal Warnblinkanlage anmachen. Ja. Brauchst das Auto ja nicht, Strom. Kannst du einfach so drücken. So, dann sehen wir nämlich, ob es richtig rum eingesteckt ist. So, die Seite muss natürlich auch noch gemacht werden. Und das machen wir ganz einfach. Moment. So, jetzt kannst du einmal Folie abnehmen. Ja, und jetzt sind beide Seiten fertig. Das sieht richtig fresh aus jetzt hier. So, und als kleinen Nachtrag gibt es jetzt noch einen Wish-Install und zwar von diesem wunderbaren Ring. Ich hatte den vor einiger Zeit mal gekauft. Ja, Kimi, guck erstmal, ob der so dran passt, bevor du den dran klebst. Ja, das passt. Wackelt in der Luft, ne? Ja, nur man muss gucken, dass es richtig rum ist. Ja, dann guck da mal und dann sehen wir gleich das Endergebnis. So sieht das Ganze jetzt montiert aus. Der Ring soll theoretisch im Dunkeln leuchten. Wir werden das noch prüfen. Wir haben das jetzt hier auf die Ausposition gemacht, das mit dem Lock. Und dann entsprechend hier einmal Direction for Turning Switch On. Also von daher, egal wie man es klebt, glaube ich, es ist, ja, also wir haben es jetzt so gemacht. Und ob es im Dunkeln leuchtet, das erfahren wir ein anderen Mal. Und einige Tage später mache ich jetzt die Abmoderation, weil mir beim Schneiden aufgefallen ist, dass ich noch keine habe. Also die Blinker funktionieren super. Gibt es auch für verschiedene andere Fahrzeuge. Also Basti hat hier auf dem CRV auch. Und ja, die haben halt, wie gesagt, die E-Nummer und sehen auch ganz gut aus. Und der Ring, den wir da montiert haben, der leuchtet tatsächlich im Dunkeln. Jetzt nicht mega hell, aber man sieht, dass er da ist. Und von daher ist das ganz nice. Ja, das war's dann mit diesem Video und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Übrigens, ja, die Friese ist immer noch hier on fleek, ja, von daher läuft das auf jeden Fall auch. Bis zum nächsten Mal, ciao!